Willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück und wir sind das erste Mal hier auf der Tempest. Und fangen hier unsere Folge an, das wird noch öfter passieren, denke ich mal. Und diesen View hier, unsere Brücke oder die Aussicht ins Universum, ich glaube, da werden wir noch öfter mal hier rausgucken. Kann man auch geil benutzen vielleicht in Zukunft. Und wir werden heute mit unserer Crew sprechen. Machen wir mal mit Callow den Anfang einfach. Freut mich, dass Sie vorbeikommen. Wenn es Sie nicht stört, behalte ich nebenbei unseren Vektor im Auge. Gute Idee. Ah, es gibt doch nichts Schöneres, als auf der Brücke seines eigenen Schiffes zu stehen, oder? Oh ja, das ist echt sehr beglückend. Ich könnte den ganzen Tag hier stehen und die Aussicht genießen. Als ich zu Hause Testpilot dieses Schiffes war, habe ich das oft gemacht. Aber natürlich war ein ganzes Team am Bau der Tempest beteiligt. Ich war lediglich der Einzige, der mit nach Helios kam. Weshalb? Was soll ich sagen? Wir haben unser Herzblut in ein Schiff gesteckt, das sein Potenzial erst in Andromeda ausschöpfen würde. Ich hätte am Ufer stehen und ihm zum Abschied nachwinken können oder dabei sein und miterleben, was passiert. Ich persönlich hätte genauso gehandelt. Und ein großer Schritt für ein Schiff mag jemand vielleicht jetzt sagen, aber er hat es einfach gefühlt, ne? Er musste einfach dabei sein. Ich verstehe. Man verlässt eine gute Geschichte nicht mittendrin. Das Team fand es gut, dass einer von uns mitfliegt. Es fühlte sich richtig an nach allem, was wir auf uns genommen hatten. Ich weiß noch, wie Sorena Zeile 2281 immer wieder umprogrammiert und dabei auf ihrem grünen Bleistift herumgekaut hat. Tion und O'Connell stritten über Gleichungen. Die Fingerabdrücke auf der Konsole. 3 Tropfen Kaffee in der Ecke. Das wissen Sie noch alles? Hm? Oh ja, Salarianer haben ein fotografisches Gedächtnis. Und meins ist ungewöhnlich präzise. Als würde meine Vergangenheit immer noch passieren. Aber ohne salarianische Arche werden sie wohl kaum Gelegenheit zu einem Vergleich haben. Ein Schlaubi an Bord. Ja, wir haben ja jetzt die Arche noch, ne? Die müssen wir noch finden. Haben Sie auf der Nexus irgendwas über die Arche gehört? Kein Wort. Ist das nicht seltsam? Irgendwas müsste es doch geben. Ich schätze zwar Ihre Gesellschaft, aber ein bisschen einsam ist es ohne andere Salarianer schon. Ja klar, kann man ja auch verstehen, ne? Stell dir mal vor, ihr wärt in einer Welt, wo es keine Menschen geben würde, nur ihr selbst. Da würde man vielleicht auch mal ganz gern vielleicht einen anderen Menschen dann kennenlernen, wer weiß. Ne? Kann man sich kaum vorstellen, aber... Kopf hoch, Callow. Wir haben schließlich Direktor Tan. Dieser arrogante kleine Bürokrat? Umso mehr Grund, die anderen zu finden. Ich sollte weitermachen. Aber danke, ich hatte schon befürchtet, die Tempest würde eingemottet, nachdem wir ihren Vater verloren hatten. Für das hier wurde sie gebaut. Sie hat es verdient, von einem Pathfinder befehligt zu werden. Sie können jederzeit vorbeikommen. Alles klar, Callow, das war doch schon mal ein interessantes Gespräch. Hello, Jet. Yard. Zavi. Ah, Pathfinder. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Ich bin Dr. Suvi Anwar. Meine Aufgabe ist es, als Verbindung zwischen Ihrer Crew und dem Wissenschaftsteam der Nexus zu dienen. Suvi. Ah, das ist unser erster Wissenschaftsoffizier hier, oder was? Ah, mir fehlt T'Pol, ne? Ganz ehrlich. Kennt ihr noch T'Pol, Freunde von früher? Verbindung? Spionieren Sie uns etwa nach? Was meinen Sie mit Verbindung? Werden Sie mich verpfeifen? Natürlich nicht. Ich interessiere mich nicht für Politik. Ich gebe lediglich wissenschaftliche Ratschläge. Ich habe sämtliche Planetenscans studiert und konnte sogar einige Bodenproben aus Helios untersuchen. Wenn Sie möchten, schicke ich Ihnen meine Analyse der heimischen Bakterien und Mikrofauna. Sie umfasst 60 Seiten. Ziemlich umfangreich. Inwiefern hilft mir das weiter? Das ist eine gute Frage. Ist sie hilfreich für meine Mission? Sie würden nicht glauben, was wir alles aus Bodenprofilen lernen können, was ihr gelebt hat und gestorben ist, wie unsere eigenen Pflanzen hier zurechtkämen. Wie auch immer, ich warte seit Monaten darauf, da rauszukommen und mir Helios anzusehen. Deshalb habe ich mich der Initiative ja schließlich angeschlossen. Die Milchstraße war nur ein Winkel eines gewaltigen Universums, ein Winkel eines winzigen Winkels. Und wir sind diejenigen, die aus diesem Winkel heraustreten. Das ist einfach unglaublich. Ich habe eine Zeit lang ein Massenportal bewacht. Ich wollte immer wissen, was auf der anderen Seite ist. Ich weiß genau, was Sie meinen. Sie werden uns also auf Missionen begleiten? Oh, das ist lustig. Ich? Da draußen? Bei all den Waffen und Gefahren und allem anderen. Ich könnte Sie unterrichten. Und hier sehen wir jetzt das erste Mal die Herzoption tatsächlich. Jetzt geht's nämlich los mit dem Anbandeln. Und leider... Havi wird bei uns wohl nicht in der Kiste landen. So viel kann ich euch schon mal versprechen, ey. Aber wollen Sie denn nicht alles selbst erleben? Ich würde es wollen.
Doch, natürlich. Aber ich weiß, wo meine Stärken liegen. Glauben Sie mir, im Labor bin ich Ihnen deutlich nützlicher. Nun, wie auch immer. Ich habe gerade einige Anweisungen des Wissenschaftsteams erhalten, die ich unbedingt durchgehen sollte. Bis später, ja? Jojo. Okay, Savi ist ein nettes junges Mädel. Unsere Wissenschaftsoffizierin, wie gesagt. Wir haben uns seit der Einweisung nicht mehr richtig unterhalten, oder? Nein, alles war so hektisch, aber ich bin mir sicher, bald wird es wieder ruhiger. Schlimmer als auf der Nexus kann es ja nicht sein. Todesblick. Der obligatorische Todesblick. So, wir werden jetzt Einsatzteam ist bereit für eine Mission. Genau, jetzt gucken wir, haben wir auch unseren eigenen Todesstern hier an Bord und guckt euch das an, Freunde. Ich bin jetzt gerade ein bisschen so verliebt, ne, wenn man so will. Oh, wir haben gerade einen kleinen Nachlader. Guck mal hier, du kannst hier rausgucken auf die Triebwerke. Das hast du alles nicht gehabt bei der Normandie, ne? Oder? Das ist doch nochmal eine ganz andere Hausnummer hier. Das sieht doch geil aus. Kannst du sagen, was du willst. Da haben die Entwickler auch jetzt natürlich Wert drauf gelegt, dass man das alles so ein bisschen sieht und dass das alles offen ist, ne? Sodass man schön viel vom Weltall sehen kann. Sieht doch geil aus hier oben. So, natürlich wollen wir jetzt mit der Crew reden. Diese Folge werden wir vielleicht unsere ersten Anbandelungen machen. Und ich rede... Nett haben Sie es hier. Saubere Luft, Pflanzen. Das hilft mir beim Denken. Beschäftigt Sie etwas? Vielleicht. Hey, 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 ganz ruhig. Macht Ihre Biotik das immer, wenn Sie vielleicht gestresst sind? Alles im Griff. Ich bin okay. Normalerweise passiert mir das nicht. Eine Jägerin sollte sich besser unter Kontrolle haben. Eine Jägerin? Ein anderes Wort für eine Asari-Elite-Soldatin. Ich war eine, vor der Initiative. Manche Dinge wirst du einfach nicht los. Wie den Verlust des alten Mannes. Ich kann den Soldaten da sein ja eigentlich nichts abgewinnen, ne? Und wir haben alle etwas verloren, ja. Sie war eine Asari-Elite-Soldatin. Wie kommt eine menschliche Soldatin zu den Asari? Wenn sie beweisen, dass ihre Biotik einen Truppentransporter in Stücke reißen kann, werden die Leute nervös. Komisch eigentlich. Die Allianz hat mich dann rasch zu einem speziesübergreifenden militärischen Programm versetzt. Nach Tessia, zu einer Jägerinneneinheit. Einer der wenigen Orte, wo meine Kräfte willkommen waren. Ihr Vater hat einen weiteren geschaffen. Ja. Mein Vater, kannte sie ihn gut? Sie waren seine Stellvertreterin. Waren Sie auch Freunde? Er war eher ein Mentor als ein Freund. Klar, er war ein mürrischer alter Bastard, aber damit konnte ich leben. Die Leute behandeln Genies, als wären sie aus Glas. Mir war egal, wie klug er war. Und ich glaube, das hat ihm gefallen. Ja. Wir haben alle etwas verloren, ja. Das stimmt. Es gibt zurzeit überall Verluste. Dad, die goldenen Welten. Ein Freund und Mentor, der sie dazu ausgebildet hat, ein Pathfinder zu sein. Als ich sagte, ich würde ihnen nicht im Weg stehen, war das ernst gemeint. Aber ich habe mich als rechte Hand ihres Vaters jahrelang vorbereitet. Und dann wählt er sie aus. Ein untrainierter Pathfinder soll so ein Chaos in Ordnung bringen. Was zum Teufel hat er sich dabei gedacht? Wird das ein Problem, Cora? Ich will keine Konkurrenz. Nur Antworten. Es ist, wie es ist. Das Beste, was ich jetzt tun kann, ist, ihnen zur Seite zu stehen und die Mission ihres Vaters am Leben zu erhalten. Vielleicht bekommen wir dann alle das, weshalb wir hergekommen sind. Cora hat einen coolen Car-Stil, muss man sagen. Eine coole Frisur. Und jetzt ist natürlich so die Frage, Freunde. Es gibt jetzt einige Figuren auf der Tempest, die wir jetzt halt mit der wir uns anbandeln könnten. Ich weiß nicht, ob wir uns später mit Cora anbandeln sollten, aber ich glaube, dass wir uns jetzt noch relativ am Anfang in diesen ganzen Stories befinden mit der Romanze, dass es schon fast egal ist, mit wem wir jetzt hier erstmal was eingehen. Und ich weiß aber noch nicht, wer das Herz des jungen Riders erobern wird. Deswegen machen wir jetzt erstmal, ne, stellen wir uns erstmal mit allen gut, habe ich mir so überlegt, so, wo es vielleicht in Frage kommt. Zum Beispiel Cora kommt ja vielleicht in Frage, weiß man ja noch nicht. Und deswegen werden wir jetzt erstmal hier schauen, wie das so wird, wenn wir jetzt überhaupt diese Herzoption anklicken. Wir wissen ja noch gar nichts. Sie und ich, Seite an Seite, das hört sich gut an. Seien Sie nicht charmant, wenn ich wütend auf Sie bin. Sind Sie das?
Sie glühen gar nicht. Vielleicht ein bisschen errötet. Hören Sie, wir haben nach wie vor die Mission. Und viele Träume, die wir wahr werden lassen müssen. Auf jeden Fall. Das stimmt. Und trotzdem konnte man ja mal ein bisschen halt auch mal nett sein, ne? Das war doch eine ganz coole Option gerade, oder? Kann man doch mal ein bisschen auch mal einfach so das Herz raushängen lassen, so. Das ist alles herzlich. Warum sind sie hergekommen, bla bla. Aber das wäre jetzt gerade so richtig nochmal richtig nett, ne? Richtig persönlich. Was hat Sie nach Andromeda geführt? Meine Biotik. Dass ich denke wie eine Asari-Jägerin. Ich hatte nie ein Zuhause. Ich war nie mehr als ein nützlicher Freak. Die Initiative machte den Eindruck, anders zu sein. Und sie wird anders sein, falls diese Mission Erfolg hat. Also werde ich dafür sorgen. Hier ist es schön ruhig. Und ich kann mich um die Pflanzen kümmern, während ich arbeite. Als erstes müssen wir rausfinden, ob es Neuigkeiten über die Arche der Asari gibt. Ihr Wissen würde uns definitiv weiterhelfen. Wenn Sie reden wollen, ich bin hier. Alles klar, vielen Dank, Coro. Das machen wir dann nochmal. Bei Gelegenheit. Wir werden nämlich jetzt natürlich erstmal alle kennenlernen. Das war gerade die erste Romantic Option, die wir jetzt hätten wählen können. Fand ich ganz cool gerade einfach mal. Ja. Jo. Ich bin in der Waffenkammer. Okay. Weg. Vetra ist in der Waffenkammer. Gehen wir doch erstmal hin jetzt. Boah, ich kenn mich hier jetzt noch nicht so gut aus, deswegen gucken wir uns jetzt hier einfach mal an, gerade alles. Oh, hey, Pathfinder. Der Pathfinder ist bei dir? Lass mich ihm Hallo sagen. Na schön, aber blamier mich nicht. Ryder, das ist Cid, meine Schwester. Cid, Ryder. Störe ich Sie etwa? Ich hoffe, ich störe Sie nicht bei irgendwas Wichtigem. Überhaupt nicht. Wir sind so gut wie fertig. Warte, Ryder, ich wüsste gerne, ob... Also, ich weiß, es wirkt, als wäre ich einfach so an Bord Ihres Schiffes gegangen. Ohne jede Erklärung. Nochmal kurz vorweg, eine richtig schöne Unschärfe-Option gerade. Habt ihr das gesehen? So im Background und dann im Vordergrund und so, so wie man es auch aus Filmen kennt, ne? Richtig schön, finde ich gut. Eine Erklärung wäre nett. Es ist vermutlich besser als die Nexus, ja. Ich hätte dasselbe getan, um von der Nexus runterzukommen. Das war nicht der Grund. Natürlich will ich die Galaxie erkunden, aber eigentlich bin ich hier, um zu arbeiten. Ich kenne jedes Mitglied der Besatzung. Ich weiß sogar, welche Aktoren Gil für das Schiff bevorzugt. Und was noch besser ist, ich weiß, wie man sie besorgt. Mit mir kann ihre Crew das Beste aus sich herausholen. Hier ist seit Monaten alles nur schiefgegangen, Ryder. Aber jetzt, wo wir sie haben, haben wir da draußen eine Chance. Ja. Ja, die ist echt engagiert hier. Und guck mal, schon die nächste Herzoption. Ich mach einfach mal jetzt, ne? Wir machen einfach mal den Romantic Boy heute Morgen. Heute Morgen, sage ich schon. Ja, ist ja auch schon gleich 4 Uhr hier. Und sie können mit Waffen umgehen, oder? Genau, das machen wir tatsächlich mal. Ich sag jetzt erstmal, die ersten Mädels, die hier an Bord sind, ne, die werden jetzt unserem Charme erliegen, hoffentlich irgendwann mal. Und mit wem wir uns dann schlussendlich anmandeln, wissen wir noch nicht. Vielleicht kommt auch irgendwann mal die Tali um die Ecke, wie in Mass Effect 1 bis 3 und dann war es das, ne? Dann war es das einfach mit Shepard damals, ne? Aber hier, vielleicht wird hier auch kein Herz erobert, ich weiß es nicht. Vielleicht wird nur gepimpert, ne? Da bleiben wir mal komplett offen, Leute. Knattern in allen Ehren, ne? Wow, das nenne ich mal engagiert. Wirklich? War es zu viel? Manche Leute schüchtert es ein. Wir brauchen diese Art von Begeisterung. Ich hoffe nur, ich kann dem gerecht werden. Das werden sie schon. Und falls nicht, behalte ich es für mich. Versprochen. Oh. Ich sollte mich jetzt auf die Suche nach Gils Aktoren machen. Ein paar inoffizielle Quellen anzapfen, wenn Sie verstehen. Bis später, ja? Sehr sympathisch, ne? Muss man ja mal sagen. Also die Frau, weiß ich, ich bin einfach fasziniert von solchen Menschen auch, wenn die so viel Stärke ausstrahlen, so wie diese Persönlichkeit hier, diese Turianerin. Finde ich mega nice und könnte eine potenzielle Romanze werden auch, ne? Es ist halt nur die Frage, inwiefern sie dann, ich will jetzt nicht sagen, ich will jetzt überhaupt gar nicht die Charaktere hier miteinander vergleichen, das darf man ja auch gar nicht. Ja, die ist jetzt besser als Cora oder Cora ist jetzt in der Hinsicht vielleicht besser oder hast nicht gesehen, weiß man nicht, ne? Ach, ja, genau. Pathfinder, helfen Sie mir kurz? Ich weiß, es ist unüblich, aber dieser Ort braucht ein bisschen Gemütlichkeit. Und der Stoff zerstreut die Ladung einer frisierten Universalklinge. 6% Steigerung lasse ich mir nicht entgehen.
Ja, wo hat er die Couch denn hingeklaut? Ist eine gute Frage, ey. Das Ding durfte mit nach Andromeda? Tja, es war brandneu, als wir aufgebrochen sind. Es war ein hartes Jahr. So, haben wir jetzt endlich Zeit für unser Bier? Oh yeah. Und nach 2 Jahren und einem Dutzend Suspendierungen habe ich einen Querausstieg aus der Truppe gemacht. Cop zu sein war nicht das Richtige für mich, aber Spezialeinsätze, Leute aus Schwierigkeiten rauszuhauen, das hat gepasst. Sicher ist Tassel Ihnen bei einigen Friedensmissionen begegnet. Denken Sie oft an Ihre Zeit bei der Allianz zurück? Was ist Tassel? Was war Hassel? Heavy Urban Search Terrain 1, der Beitrag der Erde zu einer speziesübergreifenden Katastrophenhilfeeinheit. HUST-1. Aber Hassel sieht auf einem Abzeichen einfach besser aus. Wir waren alle Zivilisten, Veteranen im Ruhestand oder Penner wie ich. Ich hatte einen echt wilden Bart. Ah, schmeckt gleich viel besser. Ich denke nicht an diese Zeit zurück. Ich vermisse das schon ein bisschen. Ja, manchmal ist man ja wehmütig, ne? Ich denke nicht an diese Zeit zurück. Wir blicken immer nach vorne, Freunde, oder? Oder? Aber wir müssen auch zurückblicken, um nach vorne schauen zu können. Ich wollte Abenteuer erleben und Geheimnisse am Rand des bekannten Universums entdecken. Es gab so viel zu sehen. Kommt mir wie eine Ewigkeit vor. 600 Jahre, mehr oder weniger. Also, Pathfinder, warum sind Sie in Andromeda? Ganz direkt, hä? Ganz direkt. Ja. Gegen Gesellschaft wie dieser ist natürlich die Herzoption, die Romanzenoption. Kann man machen, wenn man will. Finde ich auch cool. Aber das machen wir bei Liam auf jeden Fall nicht. Warum, erkläre ich gleich. Ich hatte gehofft, eine Karriere in der Allianz würde für mich Abenteuer und Entdeckungen bedeuten. Aber daraus wurde nichts. Hier hingegen ist alles neu. Und ich will alles sehen. Idealismus, selten. Alle anderen sind nur zynisch. Zurück zu Ihnen, Costa. Wieso sind Sie hier? Ich würde gerne sagen, ich laufe vor meiner Vergangenheit weg, aber eigentlich nur vor mir selbst. Das wäre eine tolle Story. Aber es ist Blödsinn. Ich hatte meine Familie, Freunde, einen ordentlichen Job, alles lief gut. Dann habe ich von der Initiative gehört und an sie geglaubt. Ich habe an einen Neubeginn geglaubt. Und das tue ich immer noch. Ich muss es einfach. Es gibt kein Zurück. Ja. Wir könnten den Kurs ändern und ja, es setzt uns alle unter Druck, klar. Wenn alles hier schief geht, könnte die Reise umsonst gewesen sein. Ich weiß, warum ich hier bin und ein holpriger Beginn ändert nichts daran. Das lasse ich nicht zu. Ich konzentriere mich auf das Wesentliche, Sie und das Team. Pathfinder findet Planeten und damit eine Heimat. Sie haben Ihren Teil im Griff, Sie schaffen das. Und ich versuche mich um den Rest zu kümmern. Danke, mein Alter. So, das ist der Liam hier, der ist hier unterwegs. Was ist denn das hier für eine Einheit hier? Lager. Ach, der ist im Lager. Sie ist in der Waffenkammer, okay. Genau, Lexi ist natürlich dann in der Krankenstation. Mannschaftsquartiere ist keiner gerade drin. Küche gibt's auch noch. Und Sam ist auch noch am Start. Ganz vorne, okay. Im Zimmer. So, cool, ne? So diese Karte auf dem Raumschiff. Was soll ich sagen? Der Liam ist auf jeden Fall... Das ist natürlich jetzt alles, was ich sage, absolut subjektiv, ne? Das ist meine persönliche Empfindung hier in diesem Let's Play. Auch welche Romanzen man eingeht. Spielt natürlich auch auf persönlicher Ebene mit rein. Ne, auch wenn ich denke, dass es cool zu Ryder passt, aber jede Figur strahlt etwas aus, was wir selber dann vielleicht als positiv oder negativ empfinden. Und deswegen sagen wir dann zum Beispiel, hey, mit der würde ich jetzt eine Romanze eingehen oder mit der nicht. Das ist jetzt bei jedem vielleicht auch anders. Ich finde nämlich zum Beispiel, dass Liam ist für mich so der Art Bro, weißt du, so ein wirklich geiler Bro, so, weißt du, den Kumpel, dem man alles erzählt, ne, und den man immer an seiner Seite braucht, der immer für einen da ist, so, das ist für mich so dieser Liam. Es ist so wie meine beste Freundin zum Beispiel, dass sie einfach da ist, wenn man sie braucht oder so, und das muss dann nicht in einer Romanze enden, ne, weil man keine körperliche Beziehung eingehen muss. Das ist für mich der Liam auf jeden Fall, ne. So fühlt er sich an, dieser Charakter, und so hätte ich ihn auch gern hier in diesem Let's Play. Ah, der Pathfinder dreht seine Runde. Und Sie besuchen sogar die miesen Ecken, hm? Wollen Sie sich mal ansehen, wie sich das Gesindel so durchschlägt? Ja, der Gil, der sieht ein bisschen aus wie so ein Rebell von Star Wars, ne? Finde ich irgendwie. Hey, das hier ist der wichtigste Bereich des Schiffes. Wow, erzählen Sie mir nicht, die da oben hätten zur Abwechslung mal jemandem mit Verstand das Kommando übertragen. Ich stehe Ihnen zu Diensten. Okay, ich wollte nur mal sehen, wie es dem Schiff so geht.
Ich kann aus diesem Baby mehr rausholen, als viele denken. Aber wir sollten trotzdem immer mal wieder einen Zwischenstopp an der Nexus einlegen. Zumindest vorerst. Wissen Sie eigentlich, wie gut es sich anfühlt, wieder unterwegs zu sein? Wenn man zu lange untätig ist, wird man träge. Das gilt für uns genau wie für Schiffe. Wirklich. Als ich auf der Nexus festsaß, habe ich es echt bereut, mich der Initiative angeschlossen zu haben. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie lange er schon wach ist, aber wenn er auch schon über ein Jahr wach wäre, stellt euch das mal vor. Das klingt, als wäre es ein ziemlich trostloses Leben gewesen. Ganz ehrlich? Es war zum Kotzen. Ich neige dazu, so zu leben, wie ich arbeite. Nach dem Motto, fühl es, tu es. Ohne zu viele enge Bindungen und ohne große Ziele. Ich dachte, vielleicht finde ich ja in Andromeda meine wahre Bestimmung. Dann bin ich hier angekommen und, ups, musste feststellen, dass es kein Zurück mehr gibt. Ich bin auf dieser Station fast wahnsinnig geworden. Sie können sich nicht vorstellen, wie glücklich ich war, als Sie aufgetaucht sind. Ja, ich kann noch mehr als nur auftauchen. Das ist einfach so komplett anzüglich, ne? Er kann noch mehr als auftauchen. Ja, er kann auch, ne, mal kommen vielleicht. Soll uns das sagen, BioWare. Finde ich cool, dass sie es auch einbauen hier. Auch mit Guild können wir natürlich eine romantische Beziehung eingehen. Dazu sage ich gleich auch noch mal was. Wir erkunden diesen Cluster und irgendwann auch die gesamte Galaxie. Wenn Ihre Bestimmung hier liegt, werden wir sie finden. Dann stellt sich nur noch die Frage, was ich damit anfangen werde. Aber bis es soweit ist, entscheiden Sie einfach weiter, wohin dieses Schiff fliegen soll und ich sorge dafür, dass es auch dort ankommt. Einverstanden? Einverstanden. Danke, Gil. Und zwar würde ich jetzt ganz gerne nochmal mit dem reden und dann werdet ihr gleich... Also ich finde ihn eigentlich voll nett, voll sympathisch so. Und ich hätte auch schon so philosophiert, ach, eigentlich müsste man ja auch mal so eine homosexuelle Beziehung eingehen, einfach auch, um das mal zu zeigen. Und ich finde es cool, dass BioWare das eingebaut hat. Vielen Dank, BioWare, an dieser Stelle. Denn für alle diejenigen unter euch, die zum Beispiel sowas gern machen würden, warum nicht? Ne? Ist ja schön. Liebe ist überall allgegenwärtig und sollte auf allen Ebenen der Kunst und Form auch einen Platz finden in unserer Welt. Und deswegen, ja, würde ich auch sogar das einfach mal machen, aber ich mache es wahrscheinlich nicht, weil ich, wie gesagt, die Jungs hier einfach als erstens als Bros sehe und zweitens, der Gil zum Beispiel, also ich würde es halt mal einfach testen wollen. Ich dachte auch, boah, der ist ja voll cool, der ist ja voll nett. Der hat nämlich draußen dann noch einen Witz gemacht und dann kam ich hier so rein und dachte mir so, hä, was ist das denn für ein cooler Typ so, ne? Und dann war der mir auch so voll sympathisch, aber dann sagt der nämlich jetzt gleich ein paar Worte und wir sehen es gleich. Wir haben uns ja schon ewig nicht mehr unterhalten. Was gibt's? Ja, der ist ja echt cool, sympathisch drauf so, ne? Also, ne, falls jemand unter euch, ne, sich an den Stuckelchen ranmachen will, als männlicher Scott Ryder, bitteschön. Aber, was, jetzt kommen wir nämlich zum prekären Standpunkt dieser Figur. Und da weiß ich noch nicht, was ich von dieser Figur halten soll. Ich finde, wir haben hier eine gute Truppe zusammen. Meinen Sie nicht auch? Und ob? Vetra und Suvi sind meine Mädchen. Sie kommen gut miteinander aus und respektieren sich gegenseitig. Und was die Leute von der Hyperion betrifft, unser Doc ist ziemlich neugierig, Liam für jeden Spaß zu haben und Cora, sie hält sich etwas zu sehr an die Regeln. Ja, sie ist halt sehr professionell, ne? Wir brauchen Regeln, um hier zu überleben. Hey, ohne Vielfalt wäre das Leben doch langweilig, oder? Unterschiedliche Ansichten sind die Basis für gesunde Diskussionen. Was ist mit Kello? Er ist ein Pilot. Und das heißt? Er fliegt das Schiff. Und mehr haben Sie über ihn nicht zu sagen? Oh, kann ein Pathfinder nicht damit umgehen, in einer Sackgasse zu stecken? Ja, genau. Und hier sehen wir es nämlich schon, dass er so Verhaltensansätze hat wie Ashley damals. Vielleicht hat er etwas gegen andere Spezies oder vielleicht hat er persönliches Problem mit Salarianern oder so. Oder er mag einfach Kello nur nicht, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall fand ich jetzt diese Aussage nicht gerade sympathisch, ne? Und schon ist der ganze Charme dieser Figur irgendwie flöten gegangen. Schade. Ich habe gehört, wir hätten es Ihnen zu verdanken, dass die Tempest so schnell einsatzbereit war. Vetra kommt immer zu mir, wenn sie ein Wunder braucht. Und mich hat es unter den Fingern gejuckt, diese spezielle Aufgabe zu übernehmen. Ich war sowas von bereit dafür. Erzählen Sie ihr das nicht, aber ich frisiere die Berichte, damit sie schneller vorliegen. Und reiße mir dann heimlich den Arsch auf, um es auch hinzukriegen. So wird die Legende von Gil immer größer. Außerdem strahle ich Ruhe und Sicherheit aus. Dadurch entspannt sich das Team und kann seine eigenen Arbeiten besser erledigen. Hält schon einiges von sich selbst. Haben Sie hier eigentlich viele Freunde?
Naja, ich bin ein witziger Typ, also kenne ich auch eine Menge Leute. Allerdings lasse ich nicht allzu viele an mich ran. Meine einzige echte Freundin ist auf der Nexus stationiert. Sie ist alles, was ich aus der Milchstraße mit hierher genommen habe. Wenn Sie und ich uns erstmal besser kennen, erzähle ich Ihnen bestimmt noch öfter von ihr. Eine ehrliche Haut, das ist, spricht auf jeden Fall für ihn. Wie schwer waren die vielen Monate auf der Nexus? Haben Sie je übergarte Weltraumkuhzunge gegessen? Nicht, dass ich wüsste. Schade. Dann hätten Sie nämlich einen ungefähren Vergleich. Man fragt sich ständig, ob man durch eine kritische Fehlfunktion sterben oder verhungern wird. Und malt sich aus, was wohl schlimmer wäre. Aber hey, wenn einem Angst und Langeweile mal zu viel werden, kann man sich immer noch damit trösten, Teil des größten Fehlschlags in der galaktischen Geschichte zu sein. Oder vielleicht auch bei einer Revolte mitmachen. Wie war Ihre Einstellung dazu? Ich habe keine Wetten platziert, falls Sie das meinen. Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass sie irgendjemandem gut getan hat. Egal auf welcher Seite man steht, wenn ein Bruder oder Teammitglied plötzlich zum Feind wird, stirbt dabei auch immer ein kleiner Teil von einem selbst. Wir sind so weit gereist, voller Hoffnung und Vorfreude, nur um dann im Kampf um ein paar Reste übereinander herzufallen. Das ist einfach traurig. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Traurig, aber wahr. Traurig, aber wahr. Er stirbt immer ein Stück weit auch von einem selbst. Ne? Das waren jetzt echt schöne Worte, muss ich sagen. Hab mir sehr gefallen, der Dialog auch. Also Gil ist auch schon eine coole Figur. Wie gesagt, wir wissen nicht, was er gegen den Salarianer hier hat und so, aber ne? Gehört ja auch alles dazu, ne? Dass man hier auch ein bisschen aneckt, wie er gesagt hat, dass man die Diskussionen auch später vielleicht mal ins Rollen bringt hier. Ne? Oh, wir haben hier gerade ein paar Nachlagen. Hier schläft der Großteil der Crew. Gemütlich, was? Aber in Ihrem Zimmer ist die Aussicht besser. Ja, cool Infoboard. Genau, hier haben wir so ein kleines Infoboard. Das ist sowas wie Facebook. Tut mir leid, Leute, ich habe vergessen, dass wir uns abwechseln und die Hälfte der Ration ist noch nicht ausgepackt. Kello und hier, Vetra hat kommentiert, kein Ding, Kello, in der Küche stehen Suppe und sowas halt. Ne? Und beinahe ohne sie gestartet, Kello. Das ist alles ganz nett, kleine Spielereien. Aber natürlich kommen wir jetzt nochmal zur guten Lexi. Oh, Lexi, wo bist du? Du bist nicht in der Küche. Wo bist du? Glückchen. So, nochmal hier links rüber. Genau, hier ist das Medizin-Bay. Sie sind nicht Harry. Was hat mich verraten? Meine blaue Haut? Habitat 7 war letztlich doch ein bisschen zu aufregend für Harry. Er hat sich entschieden, seinen Ruhestand auf der Hyperion zu verbringen und sich um ihre Schwester zu kümmern. Na dann mal willkommen an Bord. Freut mich, Sie bei uns zu haben, Dr. Tepero. Danke, ich werde mein Bestes geben. Und jetzt halten Sie still. Au! Tut mir leid. Soweit ich mich erinnere, waren Sie auch schon mal sanfter. Ich muss mich noch an die Situation gewöhnen. Ich dachte, ich würde Kolonisten aufwecken. Stattdessen kümmere ich mich jetzt um den Pathfinder. Ja, Sie werden das schon großartig machen. Und Lexi ist ja eine Asari, ne? Finde ich auch sehr interessant. Persönlich eigentlich ziemlich nett, ne? So eine Romanze mit der Lexi. Finde also Cora, Lexi und Vetra finde ich also alle drei halt sehr spannend von den Figuren her. Ne? Die Frage ist nur, ja, zu wem fühlt man sich am Ende dann am meisten hingezogen? Ne? Da muss man sich erstmal kennenlernen. Ihr kennt das ja, das ist so wie im normalen Leben. Ihr seid draußen im Date oder so und dann, oder ihr lernt neue Leute kennen und hast nicht gesehen. Dann lernt ihr euch erstmal kennen und irgendwann mal merkt ihr halt, ja, bei welcher Person würdet ihr euch am wohlsten fühlen oder so? Und so war es ja auch damals bei Tali. Die Art von Tali war einfach Hammer. Ne? So, das war einfach unübertroffen. Auch, also für mich war es das Größte in Bezug auf alle anderen Figuren. Und hier muss man halt mal schauen, wie das hier wird. Ich weiß es noch nicht. Aber vielleicht machen wir auch einfach kein Gefühlsding draus. Hey, ne? Wir sind auch ein emotionales Arschloch. Wir sind abgestumpft, ne? Und knattern einfach hier mit jedem rum. Vielleicht machen wir auch einfach ein Späßchen draus. Ich weiß es noch nicht. Wir haben die große Liebe, Tali, haben wir natürlich schon in Mass Effect 1 bis 3 gehabt. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass Andromeda da wieder rankommt an diese Figurenkonstellation Shepard und Tali, weil es einfach mega Hammer war. Also schön, so, ne? Zwei starke Figuren, so, weißt du? Die haben einfach Stärke symbolisiert, ausgestrahlt. Unglaublich, was dabei rausgekommen ist am Ende dann auch. So diese, dass sie halt immer in ihrem Anzug war und so. Das war auch immer so, ja, so ein Hint nochmal, so eine Schwierigkeit, die Liebe dann noch erschwert hat. Ihr kennt das ja über Romeo und Julia, ne? Die lieben sich, aber sie können nicht zusammen sein.
damals war es was anderes, dann war es wegen den Familien, ne? Aber heute war es dann halt wegen, ja, wie sagt man, wegen der Atmosphäre halt. Ne? Es war was ganz anderes, aber auch cool. Und hier, wir werden sehen, Freunde, die Folge geht heute ein bisschen länger, weil ich einmal mit allen schnacken wollte. Und ja, wir bandeln uns erstmal mit allen an. Ne? Wer hätte das gedacht? Ich bin mir sicher, ich bin bei Ihnen in den besten Händen. Ich habe gerade auf Sie eingestochen. Wir alle haben mal einen schlechten Tag. Ich wollte schon immer an Außeneinsätzen teilnehmen, aber jetzt geschieht alles so schnell. Konzentrieren Sie sich auf das Positive. Das hilft. Sie haben recht. Ich schätze, das ist meine Gelegenheit, fremde Spezies aus nächster Nähe zu studieren. Es wäre schwierig, ein Cat-Exemplar auf die Hyperion zu bringen, aber hier? Was? Einen Cat-Leichnam für eine Autopsie. Ein lebendes Exemplar wäre natürlich noch besser, aber ich bin ja bescheiden. Wieso interessieren Sie sich für die Cat? Hat Harry es Ihnen nicht erzählt? Ich bin Expertin für Alien-Anatomie. Meine Dissertation über die kroganische Virilität und Aggressivität hat mir meinen Platz in der Initiative eingebracht. Mhm. Und es geht ab, Freunde. Lexi, oh Lexi, warum bist du nur Lexi? Das wusste ich gar nicht. Würden Sie mir vielleicht mehr darüber erzählen? Bei einem Abendessen zum Beispiel? Oh, die Sache ist die, Ryder. Sie sind nicht mein Typ. Und wer ist Ihr Typ? Jedenfalls kein Patient. Ich muss Sie klinisch betrachten können, ohne Ablenkung. Ich lenke Sie also ab? Nicht annähernd so sehr, wie Sie denken. Aber wir hatten gerade über die Cat gesprochen. Eine Autopsie könnte uns Aufschluss über mögliche Schwächen geben, über Ihre durchschnittliche Lebenserwartung. Verstehe. Denken Sie einfach darüber nach. Sam, achte darauf, dass der Pathfinder auch brav sein Gemüse isst. Ja, das ist die Lexi hier auf der Krankenstation. Auch cool aus hier, die Krankenstation. Ne? Guck mal, hier sind die Geräte hier, zack. Datenpad liegt da auch noch. Und hier hängt die Lexi rum. Ich will gerade nochmal schauen, kann man eigentlich noch mehr mit ihr reden? Ryder. Ah, guck mal hier, Erinnerungsfragmente, alles wichtige Sachen. Ich muss mit Ihnen reden. Es geht um etwas Privates. Natürlich, dafür bin ich ja da. Als mein Vater gestorben ist, hat er bestimmte Bereiche von Sams Speicher blockiert. Dinge, von denen er nicht wollte, dass ich sie sehe. Oder von denen er dachte, dass sie noch nicht bereit dafür sind. Mag sein. Jedenfalls habe ich diesen Auslöser entdeckt. Er hat ein Erinnerungsfragment meines Vaters auf der Citadel freigegeben. Aus der Zeit, als die Allianz seine KI-Pläne abgelehnt hat. Und als er herausfand, dass die Krankheit meiner Mutter tödlich verlaufen würde. Was denken Sie? Wieso hat Ihr Vater gerade diese Erinnerung ausgewählt? Ein Wendepunkt, ja, aber im Grunde wissen wir es natürlich nicht. Wir wissen nicht, was kommt. Wer weiß. Mein Vater hatte schon immer viele Geheimnisse. Aber jetzt teilt er sie mit Ihnen. Das ist doch schon mal etwas. Cool, so wie er sich ihr anvertraut, ob sie jetzt nur ihr, ob sie jetzt nur ihr sein Arzt ist, ne, sozusagen, Ärztin, seine Ärztin oder nicht, ne, ist aber trotzdem nett. Wie lange sind Sie und Harry schon befreundet? Lange. Ich kannte ihn schon, als er noch nicht über seine Arthritis geklagt hat. Wir sind uns bei einem medizinischen Kongress auf der Citadel begegnet. Er referierte dort über Neurochirurgie in Umgebungen mit geringer Schwerkraft. Sein Namensschild war vollkommen zerknittert, aber er war so verdammt selbstbewusst. Ich wusste sofort, dass wir Freunde werden würden. Geht doch nichts über Selbstbewusstsein, was ein Mensch ausstrahlt, ne? Es ist einfach sympathisch. Wie ist eine Asari-Ärztin auf der menschlichen Arche gelandet? Ich bin Expertin für Alien-Anatomie, erinnern Sie sich? Das schließt auch Menschen mit ein. Außerdem hatte Harry darauf bestanden. Vielleicht wusste er ja schon damals, dass er später den Job mit mir tauschen wollte. Ja, kennt die menschliche Anatomie bestimmt bis ins Detail. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ja, ja, Lexi, sehr interessant. Was ist das denn hier? Okay, was hier? Ryder, investieren Sie Credits, um Ryders Fähigkeiten zurückzusetzen, nice. Bei jeder weiteren Nutzung steigen die Kosten. Ach du Scheiße, ja, gut zu wissen. Gut zu wissen. Danke. Genau, das ist von Harry hier.
Wir brauchen keinen alten Mann, der einige hundert Jahre jünger ist als Sie, der Ihnen sagt, dass Sie für diese Sache bereit sind. Ich sage es trotzdem, weil ich weiß, dass es wahr ist. Sorgen Sie für die Sicherheit Ihres Ryder. Und ich mache dasselbe mit meinem. Er kümmert sich um unsere Schwester. Wir haben Harry schon kennengelernt, in der letzten Episode, glaube ich, oder vorletzten. Das war Lexi, sehr, sehr interessanter Charakter. Und, ja, Vetra finde ich auch cool. Und natürlich Cora, ne, sind alles nette, nette Leute. Ich wollte nochmal ganz kurz zu Cora gehen, denn ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass wir da noch eine Dialog, irgendwie Dialogoption übersehen haben. Aber ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. So, das Raumschiff hier ist natürlich am Start. So, und die Folge geht jetzt schon was 40 Minuten. Aber wir müssen natürlich die Crew einmal kennenlernen in einer Folge, habe ich mir so gedacht, ne? Da machen wir auch keinen Zweiteiler draus, sondern einmal die Crew kennengelernt. Das muss sein. Dann sehen wir auch gleich noch unser Apartment kurz. So, Cora, da bist du ja. Können wir nämlich auch noch mit Cora reden, kann das sein? Nee. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt ab ins Pathfinder. Einsatzteam ist bereit für eine Mission. Ey, ich gehe da runter, ja. Die Mission machen wir natürlich in der nächsten Episode. Ja, cool, guck mal, hier da runter slidet. Ja, ist ja nice. Das ist nämlich unsere... Das ist das Quartier des Pathfinders. Ihr Quartier. Sams Router ist auch da unten. Danke, Vetra. Geil. Und das ist doch schon mal Hammer, oder? Wir sind wieder zu Hause, Freunde, in unserem Quartier und können die Musik anmachen. Ja, das hier ist dann unser Quartier. Hier können wir auch immer rausgucken und es sieht sehr romantisch aus. Ist jetzt ein bisschen ungewohnt mit der Mucke, aber ich sag jetzt einfach mal hier vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Und das war die kleine Romance-Folge Nummer 1. Das heißt, es wird nur einiges kommen hier mit den Romances. Und es könnte Lexi werden, das könnte auch Cora werden oder Vetra. Wir schauen einfach mal. Vielleicht werden es doch alle, ich weiß es noch nicht. Ja, warum nicht, ne? Wie hat der General immer gesagt? Curry? Danke, General. Warum hat er Danke gesagt? Er hat einen geilen Tipp gegeben, ne? Nimm, was du kriegen kannst. Kann man machen, muss man aber nicht. So, und das entscheiden wir alles noch spontan. Mein Name ist Bronzebeard und wir sehen uns hoffentlich bald wieder in einem weiteren Let's Play von Mass Effect. Alter, mit der ist jetzt so geil, Alter. Guck mal, hier wird später gepippert, Alter, geil. Kleine Side-Info, ne? Muss man auch mal sagen, ne? Hey, hey, hey. Macht's gut, Freunde.